Meine Freunde, wir sind zurück in einem Überlebenskampf an jeder Front. Die Russen haben es geschafft, uns hier zu überraschen und zu überrennen, aber wir haben es dann doch nochmal geschafft, erfreulicherweise hier an der Stelle gegenzustoßen und unsere Truppen zu retten, haben wir am Ende letzter Folge gemacht. Und hier unten gegen die Briten und ein paar italienische Truppen ist ja weiterhin Stillstand angesagt. Die Frage, wie wir hier oben vorgehen, ich habe jetzt hier quasi mein Ziel erfüllt, das war die Rettung. Meine Einheiten hier. Wichtig ist jetzt nur, dass wir hier eigentlich nicht weiter vorstoßen. Deswegen machen wir jetzt hier Folgendes. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Und stopp. Er möchte ja eigentlich nicht vorrücken. Alle halt. Auch ihr alle halt. So, passt auf. Ihr zieht euch wieder zurück zu eurer Fallback-Line. Was ich halt nur cool finden würde, wenn man es vielleicht schafft, zumindest das Ding hier zurückzuerobern und das Ding hier, weil die haben hier mir leider die Forts geklaut, aber weiß nicht, ob man das schafft. Okay, doch, das hat hier schon mal geklappt. Und da wäre noch ein Fort. Das klappt, weiß ich nicht. Kurz abwarten. Dort. Hin. Aktuell noch ein bisschen unorganisiert hier das Ganze. Okay. Na, ohne Support wird das hier nicht funktionieren. Nur supporten. Nur supporten. Mehr nicht. Danke. Gut, damit haben wir das hier wieder mehr oder weniger in den Griff bekommen. Rohstoffabbau 5. Ich heiße euch herzlich willkommen. So. Können wir unsere Artillerie mit verbessern und so. Aber das Problem ist und bleibt einfach die Versorgung, ne? Das ist das Hauptproblem. Können jetzt mal gucken, mal hier vielleicht. Nee. Nee, das haben sie uns ja leider auch noch genommen. Von der anderen Seite mit supporten. Okay, von drei Seiten langt es dann. Wichtig ist halt einfach nur, dass wir die... Dass wir hier eigentlich eine River-Grenze haben, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich das, was ich am meisten... ihr gerne hätte. Ihr supportet das Ganze. Du supportest auch. Du auch. Bleibt umkämpft, aber haben wir geschafft. Gut. Also Stück für Stück hier den Fluss erobern. Na gut, jetzt lasse ich die hier supporten und keinen, der angreift. Es ist wieder smart. So, ihr geht dort mit hin. Okay, dann haben wir die Flussregion fast in Besitz gebracht. Noch nicht ganz, da fehlt noch das ein oder andere. Hier geht dort mit hin. Ihr supportet. Ihr supportet. Okay. Ja, der italienische Horrorschauplatz. Müsste das Ding halt upgraden, aber gut. Produktion 50,79. Ja, das ist halt jetzt, das dauert jetzt halt wieder ewig, dass du den Bonus aufgebaut hast. Das ist halt das andere Problem. Das ist halt schwierig. Und das ist halt auch ärgerlich wieder. Du hast die Vollbegleiter, ne? Nein? Du? Nein? Du bist Vollbeklein. Tatsache. Es dauert jetzt Jahrhunderte, bis wir da unten ankommen. Ich habe nur leider keine Truppen, die ich jetzt hier einfach mal eben einsetzen kann. Deswegen bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als auf die zurückzugreifen. Hoffen, dass die Russen das nicht checken. Ja, wenn du da von allen Seiten kommst. Na, nee, das klappt dir nicht. Ziel bleibt das gleiche. Eroberung aller Gebiete am Fluss. Und wenn wirklich, haben wir ja hier hinten dann noch eine Rückzugs... Mann! Da ist nicht mal eine Division! Ist halt alles kaputt. Wir müssen repairen. Reparieren, reparieren. Ach Gott, es dauert noch Jahrhunderte, bis wir hier reparieren können. Also diese zwei Seiten funktionieren relativ gut.
Das ist der einzige Vorteil. Jetzt brauchen wir noch Dnipropetrovsk, wie das Ding da heißt. Wohin des Weges? Eigentlich? Ah, Jäger 3. Herzlich willkommen. Bau die Dinger ja trotzdem noch. Sind nicht ganz so effizient, aber trotz allem machen sie Sinn. Also, E-Mails den ganzen Tag. Ich sag's euch, es ist stressig manchmal als Krabbe. Nicht so stressig wie der Job eines Russen, wenn die Deutschen sauer sind und gerne ihre Gebiete zurückerobern würden. Also, würde ich eigentlich gar nicht, aber ich nutze jetzt das kleine Moment. Was ist mit den Briten eigentlich passiert? Da sind noch ein paar Herren. Bei mir soll es recht sein. Okay, passt. Mehr will ich gar nicht. Es bleibt einfach da stehen. Bleibt einfach da stehen und chillt. Ein paar Forts bauen. So. Nicht viel, nur ein, zwei Stufen da irgendwie oder so. Dass wir einfach ein bisschen Verteidigung aufbauen können. Oder dass wir ein bisschen Verteidigungsboni haben. So, das können wir da löschen. Jetzt bauen wir erstmal Bahnschienen. Aber wir reparieren auch jetzt dann wieder ein bisschen was. Das ist doch auch schon mal was. Oh. Hola. Endlich Verstärkung für meine Boys hier im Süden. I really appreciate that. Ölfelder kann man noch entwickeln. Was bringt uns das eigentlich? Mit strengsten können wir einige der häufigsten Ursachen für katastrophale Unfälle vermeiden. Auch solche mit Luftschiffen. Ja, juckt mich doch ein Scheißdreck, Alter. Ja, scheiß doch mal auf die Luftschiffe halt. Was ist denn falsch mit euch? Ist übrigens traurig, dass ich wieder überhaupt nicht mit Spionage spiele. Wahrscheinlich, ne? Was ist denn das hier eigentlich schon wieder? Jetzt haben wir gleich übertreiben müssen. Ah. Aber glücklicherweise haben wir hier noch ein bisschen. Aber die Luftüberlegenheit gefällt mir schon wieder gar nicht. Wir haben 2300 Unterstützer, 0 Jäger. Warum war ich denn 0 Jäger? Was ist. Ah, der keine Jäger. Ah. Haben nur noch 413 Defizit. Langsam wird's. Es wird, Freunde. So, wir können jetzt übrigens die Produktion von den Jungs komplett minimieren. So. Ja, auf alle Fälle wichtig. Flak, Flak, Flak. Echt? Haben wir die auch schon voll? Die werden noch geupgradet. Okay, da könnte man rein theoretisch weiteren Schwerpunkt setzen. Versorgung ist halt auch Krise hier wieder. Warum denn eigentlich? Ist doch alles. Passt doch alles hier eigentlich. I don't understand this, my friends. Okay. Kriegen wir schon hin. Irgendwann. Täuscht das oder sind hier weniger Truppen als vorher? Bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle ist es hier rot. Das Problem ist nämlich, durch den Abzug meiner einen Armee fehlt hier die komplette Luftwaffe. Quasi an der Stelle. Okay. Kein Abschuss. Warum gibt es keinen Abschuss? Wir haben Anti-Air gebaut. Befreundete Flugzeuge verloren 8. Feindlich abgeschossen 6. Wir haben Luftabwehrgeschütze hier mit drin. Okay. Okay. Wir verlieren immer noch zu viel. Aber das Ding ist halt, jetzt habe ich ja sogar extra Flugabwehrgeschütze gebaut, ne? Und halt nochmal ein paar mehr. Werden wir jetzt hier reparieren. Ihr seht das, das sind jetzt übrigens wichtige Reparaturen, die wir hier ausführen. Das sind Sachen, die wir schon viel früher hätten eigentlich mal machen müssen. Machen wir auch mal Kriegsanleihen. Einfach, weil wir es dann nochmal deutlich mehr und schneller reparieren können. Ich werde jetzt dann auch erstmal eine Weile wieder nichts bauen. Diese feindliche Luftüberlegenheit, die geht mir richtig auf den Senkel irgendwann. Ich verstehe ja nicht, was die Schwede haben mit ihren Einheiten, dass die so die krassen Einheitenschwankungen irgendwie drin haben. Das verstehe ich halt nicht. Also ihr seht das ja, es ist ja ungeschnitten. Außer jetzt vorhin dieser kurze Cut, aber
Die hatten hier relativ viel Truppen und 10 Sekunden später ist hier wieder nichts mehr da. Also wir sehen auf alle Fälle bei der KI wieder relativ große Rotation bei den Truppen. Ah, ihr seid Wichser. Seid ihr, muss man einfach mal neidlos und nahtlos anerkennen. So. Also hier würde ich mal behaupten, die Russen können die nächsten 10 Jahre gucken, was sie machen. Die Forts ein bisschen ausbauen. Nicht viel. Eine Stufe nochmal dazu. Stufe 3 haben. 800 Fabriken. Tendenz weiterhin steigend. Anti-Air wird natürlich auch schön gebaut. Und wir reparieren. Stück für Stück. Balta Tiraspol ist durch. Weil das wird, glaube ich, immer wieder aufs Neue zerstört. Das sind also so Sachen, die verlieren wir leider immer wieder. Weil wir da auch keine Flugzeuge haben, um da wirklich effektiv gegen vorzugehen in solchen Bereichen. Ah, es bleibt jetzt auch wieder ein bisschen gleich mit den schweren Jagdflugzeugen, weil wir jetzt sogar schon 28, also wir bauen immer mehr. Die Produktion steigt und steigt und steigt. Ah, Anti-Air wird auch immer besser. Anti-Air auch nächste Stufe, das nächste Upgrade mit rein. Machen weiter, nächstes Upgrade. Und das Wichtige ist, was man immer mit beachten muss, das wissen auch die wenigsten. Wenn du Flugabwehrgeschütze baust, diese hier in den Provinzen, die werden ebenfalls mit dadurch verbessert. So, Problem ist, okay, dass wir nur in diesen Regionen hier die Flugabwehr effizient nutzen können. Es sind immer noch welche zerstört. Ihr seht das ja. Wir verlieren immer noch. Hä? Doch, wir haben schwere Jagdgeschwader hier. Effizienz ist ganz gut eigentlich. Aber es sind halt einfach zu viele Feinde. Das ist das Problem einfach. Weil ich auch bis wirklich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bis heute nicht wirklich verstehe, wie genau das mit dieser Ansicht funktioniert. Weil hier steht natürlich befreundete Flugzeuge, es müssten ja meine sein, die wir verlieren, ne? Und das sind feindliche Flugzeuge abgeschossen. Wir haben mehr Luftangriff, aber unsere Mobilität ist niedriger. Also wir haben besseren Angriff und bessere Geschwindigkeit. Ich find's halt traurig, dass einfach so krass ineffizient diese Luftabwehrgeschütze sind. Luftortung ist miserabel. Naja. Alter, wir sind ja so weit hinten noch mit all dieser Forschung. Aber langsam, aber sicher, Step für Step, rüsten wir unsere Einheiten alle mit Anti-Air auf. Das ist halt wichtig, ne? Diese Luftangriffverteidigung. Wir können mal probieren. Kurz, wir haben jetzt eigentlich, wir müssen doch eigentlich. Wobei, nee, ihr seht das ja, da fehlt noch überall Ausrüstung. Nee, da macht es aktuell noch keinen Sinn. Wir warten wirklich, bis unsere Einheiten alle komplett aufgefüllt sind mit Anti-Air. Dauert halt natürlich noch eine Weile. Schwere Jagdflugzeuge. Kommen wir jetzt dann doch langsam aber sicher auf einen guten Punkt? Sind wir hier schon auf Maximum? Ja, leider. Ah! Es ist schwierig. Also ohne diese 5% vollstumm gleichberechtigte Wehrpflicht wären wir jetzt schon am Arsch. Wir werden dann bei der Ausbildung auch wieder aufhören. Das langt dann erstmal. Wir haben einen monatlichen Zuwachs von Manpower in Höhe von 20.000. Besetzte Gebiete. Ungarn ist bei 40% aktuell. Wir sind sogar schon bei freiwilligen Programm 68%. Ja, und umso länger man die Gebiete besetzt hält, desto mehr Manpower stellen sie auch zur Verfügung. Frankreich wird halt auch mal nochmal richtig fett was zur Verfügung stellen, wenn die auf 51% kommen.
Transsilvanien auch relativ interessant. 105.000. Die da zur Verfügung stellen mit. Polen. Die sind schon bei 1 Million, die mit zur Verfügung stellen. Wir können auf 1 Million Manpower zugreifen. Ich halte das alles für... Wie viele Männer haben wir für Garnison? 169.000. 16,34 Millionen. Ja, es kann schon stimmen. Das kann schon stimmen. Serbien, was denn für Serbien? Irgendwas haben die hier gerufen. Ich kenne die gar nicht. Weiß gar nicht, wer das sein soll. Hauptsache erstmal gerufen, ne? Schon klar. So, wir fokussieren uns jetzt erstmal aufs Reparieren. Bunker natürlich und sowas. So viel ist es gar nicht, was wir reparieren müssen. Okay. Vor allem die Bunker hier vorne haben sie echt kaputt geschossen. Schauen wir nochmal kurz wegen Flugabwehrgeschützen. Das sollten wir auf alle Fälle hier ein paar hinbauen. Ist ja alles rot. Wichtig ist halt, dass wir dann das hier und dann natürlich unsere Radarstationen mitbauen. So. Wird eine Weile dauern. Aber dafür haben wir dann auch hier doch deutlich bessere Chancen gegen die feindliche Luftwaffe. So, das ist jetzt wieder der Klassiker. Da sind wir jetzt wieder durchdrängt worden. Kannst du das Risiko gehen, kannst die abziehen. Oder du gehst das Risiko nicht, ziehst die einfach nur ab und schickst die da unten mit hin. Das ist schon real mit diesen ganzen NIs. Das Ding ist aber, wir geben auf der anderen Seite, wir geben das jetzt hier komplett auf Orange ab. Inklusive allem, inklusive der Versorgung. Die geht jetzt auch komplett an Oranje. Verstehe noch nicht. Das Problem ist einfach hier. Ich weiß halt nicht, ob es das bringen würde, eine Landlinie von hier dorthin zu führen. Ich glaube nicht. Das Problem ist, dass die wahrscheinlich nur per Hafen versorgt werden können. Glaube ich. Müsste hier ein Versorgungsdepot hinbauen oder sowas. Oder hier ein Versorgungsdepot hinbauen, was sie über Land versorgen. Können sie mal probieren. Keine Ahnung, was willst du verlieren. Okay, probieren es einfach mal. Meine Güte, was soll schon schief gehen? Okay. Sie haben mich natürlich gezwungen zu kämpfen. Aber wir sollten hier eigentlich unsere komplette Luftwaffe mit dabei haben jetzt. Mehr oder weniger. Ja, ja, okay, nicht ganz. Hier haben wir zumindest einen Großteil unserer Luftwaffe. Das wird wieder verlustreich, diese Offensive, die wir jetzt dann hier ausführen dürfen. Ich könnte kotzen. So, 8, 9, ja, wird mehr, ne? So, 9. Bauen jetzt hier schön fleißig. Schießen auch ein paar ab. Weil ich nicht mal weiß, ob die jetzt von unserer Verteidigung kommen oder anderweitig. Verlorene feindliche Jäger. Im Luftkampf durch, achso, guck mal, feindliche Bomber. Ach, hier durch Flak abgeschossen. Gestörte. Mhm. Kurz hier gucken. Also Bomber werden durch Flaks abgeschossen, Jäger nicht. Schade. So, ihr macht mal euren Job kurz. Ich erwarte jetzt hier eigentlich ein relativ kurzes Prozedere. Denn ich denke, dass wir hier Luftüberlegenheit komplett erlangen sollten. In dem Regionchen. Null Abschüsse. Nix Effizientes. Genau, du gehst dort mit hin. Sehr nice. So mag ich das. Die drängen wir einfach mal wieder eben schnell zurück. Verluste 8,87 in der Zwischenzeit. Japan ist auch richtig Maschinchen heute. Ich mag das, so ein starkes Japan. Ah, die bängen auch schön die Russen weg.
Wir müssen langfristig eh gucken, dass wir dann auch mal gegen die Russen zurückbangen. Das ist halt leider dieses XXL-Bündnis. Da muss man leider Großbritannien noch mit aus dem Spiel rausnehmen, bevor wir da anderweitig zum Erfolg kommen können. So. 885, 893, 894. Wir räumen jetzt hier halt auf. Wie immer. 9 Millionen. Jetzt gucken, dass wir Almeria zuerst erobern, bitte. Dass wir hier nämlich die noch alle umbringen können mit 905. Kuba, Uruguay, Ecuador, Kolumbien, Chile. Jawohl. Vereinigten Staaten haben ganz Amerika mit reingerufen. Ja, toll. Das erhöht natürlich die Manpower auch wieder drastisch. Seid so langweilig, Alter. Echt. Fette Naval Invasion hier oben im Norden. Schauen wir mal, ob das hier groß was zu bedeuten hat. Da tatsächlich sogar, wenn wir nicht aufpassen jetzt. Weil mir das eigentlich egal ist. Ne, die können die sogar haben. Ah, ist gescheitert. Ist schon egal, ist gescheitert. So, die gehen dort mit hin. Dann... Du kannst noch ein paar Boys vertragen. Okay. Auch noch dort mit hin. Einer kann hier hin. Und... Ein zu viel oder was? Ihr seid auch so geier, ey. Na gut. Ist nicht so schlimm. Doch, eigentlich schon schlimm. Aber ist egal. Ist wurscht. So, hier unten, gut, die sind mal fertig. Sehr schön. Hab da ganz toll gemacht. Mal Garrison Area hier in der Region, dass sie mir nicht nochmal auf den Sack gehen. Das andere Einzige, was wir jetzt kurz machen, ist Flugzeuge. Hier. Dort. Und da. Ja, super funktioniert. Hälfte auswählen. Dorthin. Macht ihr euren Job oder? Eher nicht. Dauert noch eine Weile, bis sie ihren Job machen. Ah, das ist das Problem. Der ist da drüben. Dem anderen Typen hätte ich es geben müssen. Okay, pass auf. Dann dorthin. Und dorthin. Jetzt, das sieht doch besser aus. So. Forschung, Fernmeldekompanie. Industrie, gibt es so eigentlich gerade nichts zu Interessantes. Könnten wir mal unsere Dinger hier verbessern. Oh Jungs, wie schaut es hier aus bei euch? Über Monate. Schau mal, was wir über Monate abgeschossen haben. Feindliche Jäger, verlor 4000. Ich finde es ja komisch, dass Flachs nicht Jäger angreifen. Weil eigentlich können ja Flachs auch Jäger angreifen. So, die haben sich schon mal umformiert. Also ich habe schon den richtigen Boys die Flugzeuge gegeben. Aber die Flieger juckt das aktuell noch nicht. Versuchen wir mal einen Vorstoß hier auf den Fliegerhafen. Ah, okay. Gut, jetzt geht's los. Ich kann sagen, woher kommt auf einmal dieser verdammt hohe Schaden? Schau ich das mal an. Puh. Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Jetzt holen wir uns den Flughafen. Da sind eh keine Flugzeuge stationiert gerade eben. Aber das ist auch egal. So, repariert ihr erstmal ganz entspannt weiter. Hat übrigens nicht geklappt. Okay. Unsere Flieger sind fast alle zugewiesen. Mann, das ist jetzt anders, das ist mir zu blöd. Ja. Dorthin. Ja, dorthin. Mal kurz dorthin. Mal kurz gucken. Dass das auch passt von der Range und so. Okay.
Seid ihr effizient? Nicht wirklich, ne? Ich hab nur Luftnah. Das Ding ist, ich hab echt nur Luftnah-Unterstützung. Ich hab keinerlei Jäger. Kannst es auslegen, wie du willst. Da sind Jäger. Aber wir müssten doch eigentlich in der Zwischenzeit... Ja, okay. Okay, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir die Produktion so schnell... so krass erhöhen können. Aber doch, haben wir scheinbar geschafft. Machen wir noch 500 mit dazu. Abfangen. Kostet halt auch wieder relativ viel Manpower langfristig. Aber dürfte das Ganze hier jetzt etwas fairer gestalten. Was ist eigentlich der Grund? So, was haben die für eine Luftverteidigung? 14. Gegenüber 18. Haben halt höhere... Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der Unterschied da echt so krass ist. Russland und das britische Empire. Ich verliere 3000... hier, 142 zu 44. Das ist halt ein Witz eigentlich von der... Wir haben 100% Luftortung, das ist super. Wir haben 26 verloren. Unsere Luftverteidigung ist niedriger als ihr Luftangriff. Das ist ja eigentlich nicht schwer gut, das ist logisch. Das ist ja bei uns genauso. Nur unsere Mobilität ist schlechter. Mobilität und Geschwindigkeit ist niedriger. Nun denn... Okay, was wir jetzt machen. Einfach die Jägerproduktion nochmal mit erhöhen. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Hauen hier natürlich auch direkt etwas bessere Variante rein. So. Schaut es sonst aus? Brauchen wir auch nicht. Die sind auch schon voll, oder was? Verbesserte Flachs. Ah, Zusatzausrüstung fehlt wieder. Flachs hingegen passt. Das heißt, jetzt machen wir folgendes. Halbieren das Ganze. Nur leider natürlich jetzt hier die... So. Na? Hä? Oh, ich bin doch der größte Ochse, Alter. Die da. Scheiße. Mann. Wahrscheinlich bin ich echt der dümmste Trottel. Na, Leute, ich bin erstmal raus für heute. Was ist denn da los? Mal kein Scheiß hier jetzt, ne? Ach, Gott im Himmel. Gott im Himmel. Brauchen schwere Jäger oder so. Viele haben wir ja nicht. 800 Stück. Gucken wir mal hier ein bisschen was machen können. Mit unseren paar Jägern, die... habe ich die jetzt mit hingeschickt? Ja. Die Situation etwas stabilisieren können. Ihr seht das ja schon wieder. Hier ist wieder alles rot. Ist wieder alles Katastrophe. Ich bin raus für heute erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es wird interessant. Es bleibt interessant. Wir haben viele Schauplätze. Es gibt viele Probleme. Japan kommt auch nicht komplett durch. Die USA sind eine super Start geworden in der Zwischenzeit mit 1000 Divisionen. Okay. Ja gut. Macht's gut. Tschüss.